vorletzten Video Wishsember. Wenn es heißt, das vorletzte Video am Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessie Boy. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist der 4. Advent. Das heißt, ich wünsche euch erstmal einen schönen 4. Advent. Heute geht's endlich um die Drohne. Das Wetter ist halbwegs in Ordnung. Das heißt, ich denke, heute können wir fliegen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich packe die Drohne einmal aus. Hier wieder in der Wish-Verpackung. Wir haben hier so einen schönen Koffer. Und 4K-Kamera. Deswegen bin ich so gespannt auf die Drohne. Ich würde sagen, wir packen direkt aus. Im Koffer kommt uns entgegen die Drohne. Das soll ja eine Maverick darstellen. Die kleine Drohne hier. So sieht die Drohne aus. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben des Weiteren 4 solche Flügelschoner. Die montieren wir einmal direkt. So, das ging schon mal super. So sieht das Ganze jetzt aus. Des Weiteren haben wir ein Ladegerät für den Akku. Ein Schraubenzieher plus Ersatzpropeller und, wirklich geil, 2 zusätzliche Akkus. Einer steckt hier, glaube ich, auch schon drin. Ja, hier ist noch ein Akku drin. Das heißt, wir haben wirklich 3 Akkus. Das ist ja wirklich schon mal richtig geil. Und die Fernbedienung. Ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum, sondern gehen direkt raus und checken das Teil ab. Wir sind jetzt draußen und ich würde sagen, wir starten einmal direkt. So, also man merkt direkt, ja, wir müssen die Drohne einmal wiederholen. So, das erste war schon mal nix. Ich tausche einmal den Akku aus. So, Versuch Nummer 2. Das geht schon besser. Die kommt nicht zu mir. Also wir haben ein bisschen Wind, deswegen ein bisschen kompliziert, aber an sich fliegt sich das Teil ganz gut. Aber so fliegt sich das wirklich ganz gut. Ach, das ist Not. Oh, ich habe jetzt Not ausgedrückt. Also Not aus hat schon mal super funktioniert. Also sie fliegt sich wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Hat der zweite Akku auch schon versagt. Wir legen noch mal den dritten ein. So, als drittes und letztes machen wir natürlich noch mal den Kameracheck. So, wir gucken einmal, dass wir das WLAN finden. So, wir fliegen jetzt noch einmal mit Kamera. Wir sollen ja 4K haben. Ich weiß nicht, warum er jetzt leuchtet. Ich glaube, der Akku ist auch leer. So, also Kamerabild seht ihr ja gerade. Das soll jetzt ja 4K sein. Das kriegst du schon wieder nicht mehr. Warum kommt sie nicht mehr?
das waren jetzt die Außenaufnahmen. Steuern ließ sich das Ganze wirklich ganz gut. Wir haben jetzt 3 Akkus durchgeballert. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt komplett aufgeladen hatte. Aber wir werden im Schnitt sehen, wie die Kamera ist. Auf dem Display sah das jetzt gar nicht so schlecht aus. Und ich würde sagen, wir wechseln die Location und gucken dann nochmal. So Leute, die Draußenaufnahmen habt ihr gesehen. Wir hatten jetzt Flugzeit so zwischen 5 und 7 Minuten, würde ich sagen. Aber ich kann euch nicht 100% sagen, ob die Akkus voll waren. Weil ich habe jetzt währenddessen schon den ersten Teil vom Video geschnitten. In der Zeit habe ich die 3 Akkus geladen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt, was die Drohne angeht. Also sie flog sich echt gut. Das Einzige war, ich konnte sie nicht so richtig zurückkriegen. Aber wir haben auch ein bisschen Wind. Das heißt, ja, nicht so ganz windstabil. Und wir haben auch nur 2 Grad draußen. Also vielleicht ist das auch noch ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Sonst hat das Ganze gut funktioniert. Wir haben den Notaus gehabt. Starten über den Knopf ging auch super. Ja, ich bin 2-mal abgestürzt, aber das gehört dazu. Ach ja, was mir gerade einfällt, das Handy kommt ja hier unten rein. Ich habe das jetzt oben raufgelegt und dachte schon so, hä, das ist doch voll scheiße. Aber ich habe jetzt vorhin eben gesehen im Off, dass hier so eine Handyhalterung ist. Naja, halb so wild. Ich hoffe, die Bilder sind ganz gut geworden. Und ich würde sagen, ich gucke mir einmal die Bilder an und dann kommen wir zum Fazit. So, Leute, ich habe jetzt die Aufnahmen geschnitten. Schade. Schade, denn ihr habt es ja auch gerade gesehen. 4K steht drauf, ist nicht drin. Die Auflösung ist 4K, also das Format ist 4K. Aber die Quali ist ja wieder jedes Mal, ey, mit diesen Drohnen. Warum kann man nicht mal eine schöne HD-Auflösung haben? Schön gestochen, scharfes Bild. Dann hätte sich das wirklich gelohnt. Was ich euch vergessen habe, der Preis. Und ja, schade. Sie flog sich geil. Ich habe mir super viel erhofft von dem 4K. Ich habe das teuerste Modell genommen, was es gab. Und ja, die Bilder habt ihr gesehen. Schade, wirklich schade. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal nochmal schnell Detailaufnahmen. Die Fernbedienung aus. Es ist wirklich schade, dass das nicht so geil aufgelöst ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich würde sagen, wir machen direkt Fazit. Kommen wir zur Verarbeitung. Verarbeitet ist das wirklich gar nicht so schlecht. Also eigentlich ist es sogar gut verarbeitet. Das muss man wirklich sagen. Wir haben keine scharfen Ecken und Kanten. Der Akku finde ich echt geil, dass der so rausnehmbar ist. Vor allem, dass 3 Akkus dabei sind, fand ich mega geil. Aber das gehört nachher zur Funktionalität bzw. zur Verpackung und Versand. Ja, es ist Verarbeitung ist gut, die Fernbedienung ist auch super verarbeitet, die Knöpfe lassen sich alle super gut drücken, die Joysticks sind super. Also für die Verarbeitung muss ich hier wirklich 4 von 5 Testis geben. Kommen wir zur Funktionalität, ja. Fliegen an sich hat super Spaß gemacht, hat super funktioniert, 7 bis 10 Minuten Flugzeit oder 5 bis 7 Minuten, ja je nachdem. Ich weiß nicht, wie voll der Akku war, aber 10 Minuten konnte man locker fliegen und das fand ich voll in Ordnung. Dafür haben wir ja 3 Akkus, was wirklich geil ist. Ja, Funktionalität, was die ganze Funktionalität dieser Drohne einschränkt, ist ja wirklich leider die Kamera. Denn die Kamera soll 4K aufgelöst sein und ist sie nicht. Sie ist ganz und gar nicht 4K qualitativ aufgelöst, sondern leider sehr schlecht. Deshalb muss ich hier leider ein paar Punkte abziehen und deswegen gebe ich der ganzen Drohne 3 von 5 Testis. Ich hätte, wenn die Kamera wirklich top gewesen wäre, hätte ich ihr 5 gegeben, weil das Fliegen war wirklich geil. Schade, schade, schade. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Verpackung und Versand. Versandzeit waren 1 Woche. Verpackung super. Also dass man hier eine Tasche bei hat, wo alles reinpasst und so. 3 Akkus, Fernbedienung top. Da kann ich wirklich nichts anderes sagen, außer 5 Testis. Denn Verpackung und Versand waren wirklich 1A. Das macht die beste Gesamtbewertung, seit wir Wishsamba haben, glaube ich. Oder? Ja, kann sein. Und zwar sind das 4 von 5 Testis. Dafür, dass die 4K-Geschichte nicht so geil ist, ist das trotzdem eine Top-Bewertung. Ihr könnt die Drohne gewinnen. Ich muss euch schon mal sagen, das wird das letzte Produkt sein, was ihr zu gewinnen habt. Warum? Obwohl der Wishsamba noch 2 Tage geht. Werdet ihr erfahren, denn morgen ist die Auslosung der ganzen Produkte. Vergesst nicht, jeder, der von euch gewinnt, muss sich innerhalb der ersten 24 Stunden gemeldet haben. Das heißt, ich habe noch super viele Sachen, die nicht ausgelost sind. Das heißt, checkt unbedingt meine Wishsamba-Playlist.
Da seht ihr nochmal alle Videos der letzten 24 Tage, oder beziehungsweise sind ja 22 Tage. Und kommentiert fleißig, gebt fleißig Daumen nach oben. Abo lasst ihr auf jeden Fall da. Und ja, dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder, wenn es heißt, das vorletzte Video im Wish-Sember. Und habt einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen. Haut rein.